Ja, hallo ihr Lieben, Alex von Mekki hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden von allen Seiten schon darauf eingestimmt und eingeschworen, dass es zu Stromausfällen, zu Blackouts und Brownouts und wie man das alles auch nennt, kommen wird. Auf der anderen Seite wird auch davon gesprochen, dass wir eventuell zeitweise den Strom abgestellt bekommen. Das heißt, es gibt dann nur für ein paar Stunden am Tag nur noch Strom. Wie das alles funktionieren soll, das muss mir mal jemand erklären. Stellt euch mal vor, es wird gesagt, ja, nur noch von 16 bis 20 Uhr gibt Strom. Dann hängen alle ihre Akkus dran von ihren Smartphones zum Aufladen. Alle Laptops werden in der Zeit aufgeladen. Und wenn man Powerbanks hat oder vielleicht irgendwelche Geräte, so große Akkus, womit man dann auch Strom speichern kann, für Haushaltsgeräte zum Beispiel, ja, das wird ja alles aufgeladen. Dann die E-Bikes, die E-Roller und natürlich auch die E-Autos, ne? Das alles wird dann innerhalb dieser 4 Stunden aufgeladen. Da bricht auch jedes Stromnetz zusammen. Also das funktioniert wahrscheinlich überhaupt nicht, nur stundenweise Strom zu liefern. Denn dann glühen überall die Leitungen und überall bricht dann das Stromnetz endgültig zusammen. Ich denke, da muss man sich was einfallen lassen. Man kann nicht sagen, wir gehen von fossilen Brennstoffen weg und dann will man auch noch von Atomkraft gleichzeitig weg. Ja, was soll denn dann noch übrig bleiben? Dann haben wir Windräder, die nur dann Strom liefern, wenn gerade der Wind weht. Und wir haben Solaranlagen, die nur dann Strom liefern, wenn die Sonne scheint. Und darüber hinaus haben wir ja nichts Nennenswertes, wo wir unseren Strom herbekommen. Es sei denn, man bezieht ihn dann wieder aus dem Ausland. Und dann laufen da halt Atomkraftwerke bzw. Kohlekraftwerke oder andere Kraftwerke, die uns dann wieder mit Strom beliefern. Die EU ist sauer auf uns, weil man schon Angst hat, dass der Strom europaweit ausfällt. Ja, und warum? Vielleicht, weil Deutschland zu wenig Strom produziert. Es ist alles miteinander vernetzt und verbunden und wenn wir nicht mitziehen und nur konsumieren und kaum noch was herstellen, dann könnte es sein, dass es europaweit zu Stromausfällen kommt. Ja, und nun sind sie schon alle sauer auf uns, weil bei uns immer weniger Strom produziert wird und immer mehr abgeschaltet wird. Ja, man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Aber was will man auch von so einer Bundesregierung erwarten? Es ist die schlimmste Regierung, die wir jemals hatten. Und nach Merkel heißt das schon was. Die war ja vorher schon die schlimmste, die wir jemals hatten und jetzt ist es noch schlechter geworden. Deutschland wird abgeschafft, Deutschland wird abgewickelt und der eigentliche Skandal ist, dass die Bundesbürger das alles mit sich machen lassen, dass sie sich das gefallen lassen. Dann heißt es vielleicht noch, oh, die machen ja sowieso nur das, was sie wollen und ja, wenn wir sie lassen, dann sind wir selber schuld. Ja, wir können sie auch abwählen und Leute in die Regierung wählen, die es anders machen. Und nun hört auf mit Wahlbetrug und hört auf mit Manipulation und mit ich gehe nicht zur Wahl. Nicht wählen ändert überhaupt nichts. Damit erreicht man nichts, damit stärkt man nur das System, weil man die Systemparteien eben nicht abwählt. Im Frühjahr ist Wahl in Bremen und außerdem sind nächstes Jahr auch noch Wahlen in so interessanten Bundesländern wie zum Beispiel Bayern. Ja, das hat schon seinen Grund, warum der Söder jetzt auf Schmusekurs geht und plötzlich zu den beliebtesten Politikern Deutschlands gehört. Ja, das ist nicht einfach nur so irgendwie zufällig. Der muss sich schon mal wieder einschleimen, damit er nächstes Jahr dann auch die Bayernwahl gewinnt. Und danach zeigt er wieder ein anderes Gesicht. Wir haben ihn ja auch schon ganz anders kennengelernt. Ja, aber wenn wir die Leute halt immer weitermachen lassen, ja gut, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, ne? Und wer den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh, ich gehe nicht zur Wahl, ja, der verändert nichts. Der stärkt nur das System, weil die Systemparteien dann immer wieder drankommen. Den Politikern ist es doch völlig egal, ob 80, 60, 40 oder 20% der Deutschen zur Wahl gehen. Denn am Ende wird 10% umgerechnet und dann freuen die sich wieder. Na, ja, das reicht für eine Mehrheit, wir können weitermachen. Ein weiter so, weiter wursteln wie bisher und keiner hat es verhindert. Man kann nur etwas verhindern, wenn man wirklich hingeht und dann auch seine Stimme an einer alternativen Stelle macht. Andernfalls macht man sich schuldig daran, dass es immer weiter so geht, weil man es nicht verhindert hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Teilen, liken, abonnieren. Abonniert auch meine Kanäle auf YouTube und auf Rumble. Schaut auch gerne mal auf meinen Kanal. Da findet ihr Videos zu vielen verschiedenen Themen. Und meine Videos sind meistens auch zeitlos gestaltet. Das heißt, die sind immer noch aktuell. Also stöbert gerne mal in meinem Kanal herum. Auf Telegram habe ich dann auch noch Videos, die ich hier nicht auf meinem Hauptkanal bringen kann. Und Rumble ist mein Ausweichkanal. Dort geht es weiter, falls man mich auf meinem Hauptkanal bei YouTube nicht mehr duldet. Abonniert also auch meine anderen Kanäle und wie gesagt, gebt meine Videos auch gerne weiter an andere. Nun danke ich euch noch einmal für eure Aufmerksamkeit.
wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex von Mickey.